Hi Sportsfreund, schön, dass du eingeschaltet hast und herzlich willkommen beim neuen Video. Ich bin Matthias und heute stärken wir den Rücken. Ja, wir werden den Rücken soweit trainieren, damit du beweglicher wirst im Alltag und dazu haben wir noch ein Bauchtraining. Wir fangen an, du hast ein Warum, warum du eingeschaltet hast und wir beginnen mit einem Warm-up. Das Warm-up beginnt mit einem Hampelmann. Der Hampelmann ist ideal, um den Körper aufzuwärmen, um die Gelenke soweit auf das Workout vorzubereiten. Und dazu kriegen wir die Herzfrequenz noch ein bisschen in die Höhe getrieben. Du springst locker mit den Füßen zur Seite und die Arme gehen über Kopf und berühren sich. Die Füße sind locker nach außen geneigt. Oh yeah. Sehr, sehr gut. Ziehe große Kreise mit dem Arm über den Kopf. Jetzt fängt die Herzsequenz an zu steigen und jetzt dürfen wir atmen nicht vergessen. Sehr, sehr gut. Und lächeln, ne? Die Zähne zum Trocknen raushängen. Super. Noch 4, 3, 2 und 1. Bleib am Hüpfen und stell dir vor, du hast einen Springseil in der Hand. Oh yeah. Ist ganz schön anstrengend. Jetzt nimmst du mal die Arme, Schulter hoch und stell dir vor, du hast ein großes Springseil in der Hand. Sehr, sehr gut. Arme gehen zum Körper. Noch 4, 3, 2 und 1. Fang an zu laufen. Und ziehe jetzt große Kreise mit dem Arm nach hinten. Es kann sein, dass bei der Bewegung der Schulter-Nackenbereich knackt. Das Knacken ist ein positives Zeichen, um Verkürzungen, Verspannungen zu lösen. Oh yeah. Puh. Das Warm-up zeigt Wirkung. Ich fange an zu schwitzen, ich hoffe, du auch. Ziehe schön mit dem Arm am Ohr vorbei. Andere Richtung. Der Schultergürtel wird jetzt aktiviert. Sehr, sehr gut. Jetzt leg mal aktiv deine Hände auf die Schultern und ziehe große Kreise mit dem Ellbogen. Knackt richtig im Schulterbereich.
kann besser sein als jede Schultermassage. Andere Richtung. Sehr, sehr gut. Jetzt nimm mal die Arme, Schulter hoch und kreis mal den Unterarm. In den Workouts wird der ganze Körper beansprucht. Deshalb wird der Körper im Warm-up von Kopf bis Fuß aufgewärmt. Andere Richtung. Sehr, sehr gut. Noch 4, 3, 2 und 1. Komm in einen schulterbreiten Stand. Leg die Hände an die Hüfte und kreise die Hüfte. Oh yes. Nach vorne, zur Seite, nach hinten. Ich weiß, die Übung sieht ein bisschen komisch aus, aber ist super für die Beweglichkeit. Spüre dein Hüftgelenk, wie es große Kreise zieht. Die Beine gehen ein bisschen mit. Andere Richtung. Hier auch wieder schön große Kreise ziehen. Oh yeah, sehr schön. Pendel dich in der Mitte ein. Du bleibst im schulterbreiten Stand. Und rotiere mal deinen Oberkörper nach links und rechts. Wenn du deinen Oberkörper nach links oder rechts drehst, nimmst du den Arm mit. Nach hinten, der Blick geht mit der Hand nach hinten. Wir aktivieren jetzt den Brustbereich, die Rumpfmuskulatur. Die Wirbelsäule kriegt einen kleinen Twist ab. Und die schrägen Bauchmuskulaturen arbeiten mit. Sehr, sehr gut. Noch 4, 3, 2 und 1. Sehr, sehr gut. Bring mal die Füße zusammen, leg mal die Hände auf die Knie und wir kreisen die Knie. Knie sollte man nicht vergessen, da sie uns einen festen Halt im Alltag geben. Hier kannst du die Hüfte mitnehmen. Die Füße rollen ein bisschen mit auf dem Boden. Oh yeah, ich fange jetzt schon an zu schwitzen. Ein sehr gutes Warm-up. Andere Richtung. Sehr, sehr gut. Richte dich auf, verlagere mal dein Gewicht auf einen Fuß und wir kreisen das Fußgelenk. Gleichzeitig nimmst du die Hände mit und ziehst große Kreise mit den Gelenken. Kann auch wieder da sein, dass es knackt. Ja, das Knacken ist ein gutes Zeichen. Andere Richtung. Das
richtig heiß hier. So, verlagere dein Gewicht auf das andere Bein und wir kreisen da auch nochmal das Fußgelenk. Sehr gut. Andere Richtung. Super. Wir kommen jetzt zum Stärkungsteil. Wir werden jetzt den Rücken stärken, dazu als Gegenpart den Bauch dazu. Wir fangen an. Du kommst in einen schulterbreiten Stand, leg nochmal aktiv die Hände auf die Schulter und zieh nochmal große Kreise mit dem Ellbogen. Und wir gehen aktiv in die Bewegung mit rein. Immer locker in die Kniebeuge. Oh yeah. Wenn die Ellbogen nach oben gehen, atmest du ein. Und wenn die Ellbogen nach unten gehen, atmest du aus. Super. Aktiviere den Schulterbereich. Sehr, sehr gut. Jetzt nochmal andere Richtung. Sehr, sehr gut. Jetzt pendel dich aus und jetzt stell dir mal vor, du würdest Äpfel pflücken. Zieh dich in die Länge. Der Fuß tippt ganz kurz auf. Und mach die schön lang. Ja, du merkst jetzt schon, aha, die schräge Bauchmuskulatur zieht sich in die Länge. Der Rücken arbeitet mit. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Schönen Sidestep immer wieder ausführen und jedes Mal, wenn die Arme über Kopf gehen, steigt die Herzfrequenz. Jetzt kommen wir zu den Deadlifts. Die Deadlifts bedeuten, dass du in einen schulterbreiten Stand gehst, die Knie ragen nicht über die Zehen hinweg, du schiebst den Po nach hinten raus. Und der Oberkörper bleibt gerade und die Arme gehen nach unten. Schieb die Hüfte schön weit raus. Und hier darauf achten, dass der Oberkörper gerade bleibt. Oh yeah, die Füße sind fest am Boden fixiert. Oh yeah, noch 4, 3, 2 und 1. Sehr gut, du bleibst in deinem schulterbreiten Stand, neigst dich so ein bisschen nach vorne. Ja, der Rücken bleibt gerade, der Bauchnabel ist zu der Wirbelsäule gezogen, dass der Rücken nicht in dein Hohlkreuz fällt. Und jetzt machst du den Butterfly. Zieh schön die Arme hoch zu den Schultern. Immer schön hochziehen. Stell dir vor, du würdest mit deinen Schulterblättern hinten etwas festhalten wollen. Quasi berühren Sie die Schulterblätter, die Wirbelsäule. Sehr, sehr gut. Schön weit hochziehen die Arme. Wenn du mehr willst, gehst du noch mal ein bisschen weiter nach vorne mit dem Oberkörper. Spürst den Impact in den Oberschenkeln. Sehr, sehr gut. Sehr gut. Noch 4, 3,
2 und 1. Bleib in der Position und jetzt ziehen wir die Arme immer wieder schön nach oben über den Kopf hinweg. Es wird die der Latissimus wird jetzt trainiert. Der Blick ist nach vorne gerichtet und es gehen nur die Arme nach oben. Oh yeah. Oh yeah. Zieh schön die Arme runter zu einem W. Oh yes. Schön abheben. Immer schön darauf achten, dass die Schulterblätter hinten zurückgezogen werden. Noch 4, 3, 2 und 1. Sehr, sehr gut. Jetzt fangen wir an, auf den Boden zu gehen. Wir werden in einen Vierfüßlerstand gehen. Geh rückenfreundlich zu Boden. Du machst einen Schritt nach vorne, senkst das Knie. Geh in den Vierfüßlerstand. Die Hände werden auf Schulterhöhe aufgestellt. So, jetzt gehst du quasi mit dem Bein immer wieder nach hinten weg. Immer schön das Bein nach hinten ausstrecken. Es geht hier nicht um die Länge, es geht hier wirklich um die, es geht nicht um die Höhe, es geht hier um die Länge. Also achte dabei drauf, dass das Bein nicht so hoch geht. Hier wird der Rückenstrecker trainiert. Du kannst gerne die Übung verstärken, dass du diagonal den Arm mitnimmst und immer wieder schön auch in die Länge streckst, den Arm dazu, Ellbogen. Und Knie berühren sich in der Mitte des Körpers. Oh yeah. Noch 4, 3, 2 und 1. Wir wechseln die Seite. Hier fangen wir erstmal wieder an, mit dem Bein zu arbeiten. Hier darauf achten, dass du das Bein wieder schön in die Länge streckst nach hinten, der Fuß ist dabei geflext. Oh yeah. Jetzt nimmst du diagonal den Arm dazu, streck ihn schon mal aus und wir führen jetzt wieder aktiv den Ellbogen zum Knie. Der Rücken wird wieder minimal rund. Oh yeah. Noch 4, 3, 2 und 1. Sehr, sehr gut. Schieb mal den Po zurück auf die Ferse. Entspanne deinen Rücken. Oh yes. Jetzt ziehst mal die Arme ganz weit nach vorne. Spüre die Länge im Rücken. Super. Jetzt. Jetzt werden wir den Gegenspieler trainieren. Das bedeutet, wir werden jetzt die Bauchmuskeln bearbeiten. Also, du drehst dich um, setzt dich auf deinen Po. Du gehst Wirbel für Wirbel runter. Die Beine sind angewinkelt. Die Hände gehen an den Oberschenkel und versuch mal mit deinen Händen die Knie zu berühren. Geh wirklich mit dem Oberkörper nach oben, arbeite mit den Bauchmuskeln. Oh yeah. Sehr, sehr gut.
Komm noch mal ein bisschen höher. Versuch, die Hände über die Knie zu richten. Sehr, sehr gut machst du das. Jetzt. Noch 4, 3, 2 und 1. Klasse. Jetzt kommen wir zu den schrägen Bauchmuskeln. Das bedeutet, wir werden jetzt abwechselnd immer wieder die Knöchel berühren. Du gehst quasi in einen seitlichen Crunch über. Und immer wieder die Knöchel abwechselnd mit den Händen berühren. Oh yes. Geh schön in die Übung rein. Fühl den Crunch in der Seite. Wenn du mehr willst, gehst du mit den Füßen ein bisschen weiter weg, dann musst du noch ein bisschen weiter in die Neigung reingehen, um den Knöchel zu berühren. Noch 4, 3, 2 und 1. Sehr, sehr gut. Wir haben den Rücken gestärkt, Oberteil, Unterteil, jetzt die geraden Bauchmuskeln, schrägen Bauchmuskeln. Wir gehen jetzt aber nochmal rüber zum Rücken. Wir werden das Ganze nochmal festigen. Wir werden jetzt einen Freischwimmer durchführen. Das bedeutet, du drehst dich um, legst dich auf den Bauch, streckst die Arme aus, streckst den Bein aus, nach hinten weg. Ja, und jetzt wird gleichzeitig alles angehoben. Heb mal deine Beine an und die Arme dazu. Gleichzeitig wird der Rücken rund. Nach oben und hier immer wieder darauf achten. Es geht nicht darum, die Höhe zu haben. Es geht darum, den Rücken immer wieder anzuspannen und wieder zu entspannen. Immer schön anheben und wieder locker lassen. Ich nenne diese Position der Frosch. Irgendwie ist das witzig. Weil wenn ich dann alle Gliedmaßen nach oben nehme, Arme und Beine nach oben nehme, sehe ich irgendwie aus wie ein Frosch. Noch 4, 3, 2 und 1. Sehr, sehr gut. Bleib mal mit dem Oberkörper oben. Und du ziehst jetzt mal aktiv die Hände immer wieder ran. Immer wieder aktiv die Hände zur Schultern ziehen, die Hände berühren, quasi immer wieder, also dessen Daumen berühren meistens immer wieder den die Schulter. Noch 4, 3, 2 und 1. Wir kommen zurück in die Froschhaltung. Arme sind nach vorne ausgestreckt, Beine nach hinten und anheben. Muss auch nicht viel sein. Hauptsache, wir haben die Übung mit eingebaut. Um den runden unteren Rücken und den oberen Rücken zu stärken. Noch 4, 3, 2 und 1. Sehr, sehr gut. Atme gut durch. Gib dir gedanklich einen High Five. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Wir richten uns auf. Kommen mit dem Oberkörper nach oben. Wir gehen in einen Vierfüßlerstand. Setz eine Faust vor die Knie. Also beide Hände bilden eine Faust. Setz dich vor die Knie. Leg mal aktiv dein Kinn auf die Brust ab. Und mach den Rücken mal rund. Im Gegenzug streckst du die Hüfte nach hinten aus. Die Nase geht nach vorne weg. Und quasi
werden die Bauchmuskulaturen in die Länge gezogen. Beim Einrollen die Rückenmuskulatur und beim Langmachen die Bauchmuskulatur. Sehr, sehr gut. Ich tropfe schon wieder alles voll. Ich kann danach wieder alles wieder aufwischen hier. Sehr, sehr gut. Mobilisiere deinen Rücken. Mach ihn beweglicher. Noch 4, 3, 2 und 1. Sehr, sehr gut. Jetzt bleibst du in der Rundung und kommst mal aktiv Wirbel für Wirbel hoch. Am Ende kommt der Kopf. Jetzt nimmst du die Arme über Kopf und streckst dich nochmal aktiv, also nach links. Spürst eine Länge in der rechten Seite. Kannst auch gerne eine Hand an die Hüfte tun und schiebst die Hüfte noch ein bisschen weiter nach rechts und verstärkst die Länge in der rechten Seite. Sehr, sehr gut. Komm zurück zur Mitte. Wir nehmen den linken Arm nach oben und verstärken hier auch nochmal die Länge mit der Hand an der Hüfte. Und zieh dich nochmal richtig schön lang. Oh yes. Komm zurück zur Mitte. Richte ein Bein auf, stütze dich am Knie ab, komm nach oben. Jetzt nimm zwei Hände vor den Oberkörper, bilden daraus eine Faust. Und hier auch nochmal aktiv, gehst du in eine Rundung rein. Und gleichzeitig gehst du ein bisschen in die Kniebeuge. Und wir machen hier den Rücken nochmal rund. Spür deinen Körper. Dein Körper sagt dir so ein bisschen, ob du dich ein bisschen nach links oder nach rechts regeln darfst oder musst, um da auch nochmal die Verspannung zu lösen. Sehr, sehr gut. Richte dich auf. Nimm nochmal aktiv deine Hände hinter den Rücken, um den Brustbereich nochmal zu öffnen. Sehr, sehr gut. Sei stolz auf dich. Ich bin stolz auf euch. Ich bedanke mich fürs Einschalten. High Five, Daumen nach oben. Vielen, vielen Dank. Und wenn ihr beweglicher seid am Tag, tja, lasst es mich wissen. Vielen Dank für eure Zeit. Euer Matthias. Tschüss.